Liebe Kinder, liebe Familien, ich bin der Bernhard Fendt und ich begrüße euch heute hier bei uns in Oberbernbach, bei Eichach. Und ich bin hier in unserer Kirche und die hat was Besonderes, was ganz gut zu Weihnachten passt. Und was das genau ist, das zeige ich euch jetzt. Wir haben hier in unserer Kirche ein ganz schönes Bild von Weihnachten. Aber das gibt es in vielen Kirchen. Habt ihr vielleicht auch zu Hause. Was ganz besonders ist, das zeige ich euch jetzt. Das Besondere seht ihr hier in diesem Gewölbe. Unsere Kirche war nämlich früher wirklich ein Stall. Ich stehe hier im Kuhstall, die Kühe waren hier. Und mit einem Stall hat ja auch die Geburt von Jesus zu tun. Jesus ist in einem Stall geboren. Und ich lade euch jetzt ein, mit uns zusammen Weihnachten zu feiern. Ich heiße Annika und das ist meine Familie. Meine Schwester Janine, Mama und Papa. Herzlich willkommen auf unserem Hirtenfeld. Wie damals die Hirtinnen und Hirten in Bethlehem, kümmern wir uns um unsere Schafe. Nachts ist das besonders wichtig, damit keines geklaut wird oder verloren geht. Es ist kalt und wir wärmen uns an unserem Feuer. Schaut, ein helles Licht. Wer kommt das? Das ist ein Engel Gottes. Hört, was er spricht. Fürchtet euch nicht. Ich bringe euch große Freude. Heute ist in Bethlehem Jesus, der Heiland, geboren. Geht hin und sucht ihn. Ihr werdet ihn finden, als Kind in einer Krippe, in Windeln gewickelt. In excelsis Deo, glorum.
Bethlehem gehen. Seid ihr dabei? Ihr Kinderlein, kommet, oh kommet doch all zur Krippe her, kommet in Bethlehems Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater Freude uns macht. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh. Maria und Josef betrachten es froh. Die redlichen Hirten knien betend davor. Wir hören die frohe Botschaft von Weihnachten. Eines Tages kam ein Engel zu Maria und sprach: Maria, fürchte dich nicht, du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen. Ihn sollst du Jesus nennen. Als die Geburt des Kindes näher kam, erließ Kaiser Augustus den Befehl, dass sich alle Bewohner seines Reiches in Steuerlisten eintragen mussten. Deshalb musste Josef mit Maria in seine Geburtsstadt Bethlehem gehen. Ihr Weg war weit und beschwerlich. Als sie endlich in Bethlehem ankamen, waren sie sehr erschöpft und mussten noch eine Unterkunft finden. Alle Zimmer waren schon belegt und sie fanden keinen Platz. Endlich klopften sie an eine Tür, und der Wirt zeigte den beiden mit ihrem Esel einen Platz in seinem Stall beim Ochsen, wo sie es wenigstens warm und trocken hatten. In der Nacht brachte Maria ihren Sohn zur Welt. In Windeln gewickelt legte sie ihn in eine Futtergrippe. Und jetzt, liebe Kinder, seid einen Moment ganz leise. Schaut auf das Kind. Überlegt euch, was ihr dem Jesuskind sagen möchtet. Und dann könnt ihr eure Bitten und euren Dank laut aussprechen. Guter Gott, mit allen Engeln, Menschen und Tieren freuen wir uns über die Geburt von Jesus. Wir danken dir für das Weihnachtsfest, das Fest deiner großen Liebe zu uns. Wir danken dir für deine Liebe, die du uns immer wieder neu schenkst. Wir bitten dich heute auch für alle Menschen, die krank sind, sich einsam fühlen oder trauern. Sei du ihnen ganz nah. Ihr dürft euch nun gegenseitig als Familie segnen, indem ihr einander ein Kreuz auf die Stirn oder in die Hand zeichnet. Dazu könnt ihr diesen Segenstext sprechen. Guter Gott, segne und behüte uns
und unsere Familien und alle Menschen, die uns am Herzen liegen, in dieser besonderen Weihnachtszeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das war's jetzt von uns für euch aus Oberbernbach. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns ein Bild schicken von eurer Krippe zu Hause. Und zwar an dietoreweit@bistum-augsburg.de. Wir freuen uns. Und jetzt wünschen wir euch allen ein frohes Weihnachtsfest.